Moin zusammen und willkommen zurück in Enderal. Wir sind hier an einem Strand, den ich absolut nicht weiß, wo er ist. Wir sind hier gestrandet, nachdem wir den Prolog letzte Folge durchgespielt haben. Enderal an sich ist eine Total Conversion mit Mod von Skyrim. Jetzt sind wir auch endlich in unserem eigentlichen Charakter unterwegs und können uns umsehen. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, okay, ist kein Schild. Wir werden uns unheimlich viel umsehen. Einen ranzigen Genesungstrank, besser als nichts. Und Einzelteile. Wir nehmen alles mit. Alles. Auch die Drachen. Nein, wir nehmen alles mit, was uns weiterbringt. Also ich denke, ein Genesungstrank ist gut. Ich habe mir auch überlegt gehabt, falls jemand die letzte Folge noch nicht geguckt hat, nachholen. Wir werden definitiv mit Magie spielen. Ich habe ja 340 Folgen Skyrim gespielt. Und da haben wir fast permanent nur mit Nahkampf gespielt. Das heißt, wir werden hier uns sehr stark auf Magie fokussieren. Ich hoffe, wir kommen damit gut weiter. Es ist nämlich sehr lang her, dass ich Enderal gespielt habe. Und selbstverständlich werden wir hier unheimlich viel erkunden. Denn auch wenn ich es schon einmal durchgespielt habe vor, ich glaube, 3 Jahren oder 4, es könnten auch 4 her sein, habe ich nur 50% sämtlicher Errungenschaften geschafft. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. J für Tagebuch. Ein Weg ins Landesinnere, genau. Und H für Status. Das ist gut. Ja. Hier sehen wir ein paar Sachen. Handwerkskunst, bla bla bla. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Jetzt werden wir erstmal diese wunderschöne Gegend hier erkunden. Es ist laut. Sehr laut. Aber ich meine, ich habe die Audio sehr gut eingestellt. Sollte es nicht der Fall sein, dann muss ich ein bisschen nachkorrigieren. Hier liegt nichts. Gar nichts. Mensch. Ich dachte, hier in den Büschen wird man vielleicht was finden. Und Sträuchern. Ja gut, dann eben nicht. Praktisch ist, dass die Steuerung nahezu identisch ist wie die von Skyrim. Das heißt, man findet hier sehr schnell intuitiv rein. Ich werde auch in den ersten Folgen immer noch den Link... Oh. Moment. Ein Messer. Das heißt, wir haben jetzt 2 Messer. Ein Groschenbeutel mit 4 Groschen. Nice. Ein Genesungstrank, eine Fackel, noch ein Genesungstrank und eine Spitze. Dann gehen wir doch erstmal die Ausrüstung. Ich werde den Steam-Link reinmachen, denke ich. Sehr gut, da haben wir schon das erste. Aber das ist noch nicht alles. Wir brauchen auch Magie. Was kann ich? Erhöht schwere Rüstung und Zweihand. Ach, das ist der Kulturbonus. Und ich habe ein seltsames Fieber. Das heißt, ich bin ein bisschen krank. Das ist nicht gut. Und ich habe noch keine Magie. Das ist schade. Ich dachte, ich könnte schon ein bisschen mit Magie anfangen. Aber ja gut. Wir sind ein ungebildeter Klotz. Da müssen wir mit dem Messer vorlieb nehmen. Ja. Mit dem Messer kann man aber auch bedrohlich sein. Hier komme ich nicht hin. Doch. Ach, da ist der Weg rein. Ja, Moment. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir wollen noch eine Ruine wie in der Vision. Ach ja, genau. Das ist noch aus der letzten Folge. Wir wollen uns aber noch ein bisschen umsehen. Fleischlose Verlorene. Ein Eisenschwert. Nice. Ach ja, hier. Sekunde. Ich habe hier auch keine Mods installiert. Das ist komplett alles so vorinstalliert. Es ist alles so. Ja. Also ich habe hier nichts voreingestellt. Nur am Anfang halt die Grafik etc. pp. Aber das ist dann natürlich je nachdem, wie euer Computer das mitmacht. Ja, Eisenerz abbauen. Sehr gut. Vielleicht finden wir meinen Lieblingszeitvertreib. Nein. Edelsteine sammeln ist mein Lieblingszeitvertreib. Na ja, mal gucken. Erstmal umsehen, bevor wir da in die Ruine gehen. Da wird sicher weitergehen. Ein Zelt. Aha. Hier drin kann man also nicht schlafen. Hier ist nichts. Da kann ich nicht rein. Schade. Wo führen denn die Blutspuren hin? Zu der Ruine? Ja. Okay. Oh, guck mal. Das ist nicht ein männlicher junger Mann. Oh!
Grubenratte! Verdammt! Aua! Oi! Ja, ich habe Erfahrungspunkte gesammelt, das habe ich gemerkt. Ei, haben die mich erschreckt. Ich dachte nicht, dass ich hier schon auf Gegner stoße. Aber waren ja auch nur Ratten, ne? Nichtsdestotrotz habe ich mich ein bisschen erschrocken. Salz. Oha. Gestohlen? Wieso gestohlen? Ich stehle hier nicht, das gehört niemandem mehr. Halt euch um 4 Punkte Lebensenergie. Das ist sehr gut, dann können wir den gleich essen. Eine leere Weinflasche. Lebensflusstrank? Okay. Also leere Flaschen nehme ich nicht mit, die sind ja nichts wert. Ah, Eisenerz, nice. Aber alles, was an Wert hat, nehmen wir mit. Denn, wie immer in einem Start zu einem RPG, starten wir mit nahezu nichts. Ihr habt es ja gesehen, wir haben hier irgendwelche Lumpen an. Und vom Schiff, wo wir mitgefahren sind, haben wir unsere Fahrkarte nicht anerkannt. Ja. Also ich würde mal sagen, das Leben machen wir direkt voll. Lebensregeneration festigen, 880%, nein. Arkanistenfieber, ich habe schon Fieber, das wollen wir nicht. Wir nehmen einfach so einen Apfel. Ah. Oh, das ist ja praktisch. So, und das Salz habe ich noch nicht gegessen, das würde ich einmal probieren. Anfälligkeit für Magie, ja. Nach verlassener Tempel. Da gehen wir rein. Schauen wir mal. Entschuldigung. Mhm. Gut, dass ich keine Fackel habe. Nebelschwamm. Den nehmen wir mit. Die nehmen wir alle mit. Oh. Interessant. Und was haben wir da vorne? Ein Mechanismus. Unsere Fertigkeiten ver... Nehmt das Buch zum Fü... Ach, da! Lehrbuch Einhand... Oh, ein Lernbuch, um Einhand zu sta... Nach wie vor, dieses Spiel ist sehr atmosphärisch und mitnehmend packend. Lehnt euch zurück. Ich versuche, es so gut es geht, euch nahe zu bringen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, lege ich euch auch ans Herz, es selbst zu spielen. Es ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tage frei oder so. Da kann man sich das schon mal gönnen. Ei! Ja Mensch, ihr schlagen wir doch glatt ein hier. Und zack. So, Runenschlüssel? Nee, Schlüssel. Und die ganzen Nebelschwämme, die wollen wir mitnehmen. Danke dir. Aber eine Fackel hätte ich gerne. Das wäre insane. Also es wäre richtig gut. Aber wir gucken uns erstmal noch weiter um. So. Nette Spieluhr. Ich bin irgendwas getreten. Ah, Spitzhacke. Ja, mitnehmen. Oh, noch ein Runenschlüssel. Oh, krass. 2 Stück haben wir jetzt. Was? Guck mal hier, die Dinger fahren hoch. Heftig. Das ist ja wie im Schläfertempel. Dann gehen wir noch mal hoch. So, der letzte braucht ein bisschen. Kaffee ist. Hallo. Dann nehme ich einen Schluck Wasser. Oh, jetzt ist er aber schnell. So, ich habe aber auch noch gar keinen richtigen normalen Speicherpunkt gemacht. Das machen wir mal. Die anderen Speicherpunkte bitte übersehen. Das sind meine alten. Bitte da nicht drauf achten. Es könnte... Ich versuche auch nicht rüber zu hovern, das könnte spoilern. Mich auch. Ich habe es ja schon eine Weile lang nicht mehr gespielt. Ich meine, ich kenne natürlich noch ein paar Fetzen. Keine Frage. Ich meine, ich habe ja kein Gedächtnis wie ein Sieb, was kaputt ist. Sondern wie ein normales Sieb. Also den habe ich auch gefuttert, den habe ich gefuttert und den muss ich noch futtern. Dann habe ich alles probiert, ne? Ja. Was man damit machen kann, weiß ich noch gar nicht. Ja.
Wo geht's denn hier hin? Wir wollen nichts verpassen, ne? Und vor allem auch keine Gegenstände. Ich sollte vielleicht mal mit Waffen. Hier könnte es. Oder auch nicht. So, erstmal den Strom hoch. Den Strom runter können wir immer noch. Bestimmte Gebiete Heizung erhöhen Arkanistenfieber. Trink Ambrosia, um es wieder zu senken. Ich habe aber kein Ambrosia. Oder liegt hier irgendwo Ambrosia? Auf 2 gestiegen. Warte mal. Eine alte Robe. Oh, das ist gut. Ambrosia. Erdung. Wohl. Ja, ich gehe gleich. Was ist denn jetzt passiert? Die liegen hier noch Sachen. Ich will noch gucken. Hetz mich nicht so. Das setzt dann ja ultra unter Druck. Ah. Nein, hier liegt, glaube ich, nichts mehr. Doch, da. Hilfe. Ja, ich bin ja schon gleich weg. Auf 16. Ah, da ist noch Luft. Okay, hier ist nichts mehr. Würde ich sagen. 20 Arkanistenfieber. Uiuiuiui. Dann gucken wir mal eben kurz durch die Sachen, die wir gefunden haben. Also, wir haben eine alte Robe gefunden. Die ist auf jeden Fall besser als das, was wir vorher hatten. Lass mal schauen. Oh. Ja, ich brauche mal ein bisschen mehr Licht. Da vorne? Ja, hier sieht man ein bisschen mehr. Guck mal, jetzt sehen wir nicht mehr ganz so gammelig aus. Sieht aus wie ein Wanderpriester. Ambrosia senkt um 20. Das ist perfekt. Das können wir direkt benutzen. Das ist Arkanistenfieber wieder runter. Und ich habe da was gefunden. Und zwar Erdung. Blitze, die 7 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magieschaden pro Sekunde verursachen. Ja, perfekt. Unser erster Magiezauber. Magiezauber. Unser erster Magieskill. Nice. Da können wir ja jetzt direkt, wenn hier Gegner sind, die mit Blitzen abfeuern. Lass mich mir mal die Pilze einsammeln, ja? Bitte, danke. Nicht wundern, dass ich so viel speichere. Ich hab Schiss, dass mich hier irgendwas umholzt. Was ist denn da oben? Metallstück eines alten Volkes. Ja, die nehmen wir mit. Schlüssel eines vergessenen Tempels. Ne, des vergessenen Tempels. Und Dietrich. Oh, oh, was ist das? Alles Metall. Ja, Metall ist gut, Dietrich. Dietrich. Oh. Mensch, der Dietrich. Wo ist denn der Heinrich? Liegt hier dann irgendwo... Ist hier dann irgendwo eine Kiste? Die ich knacken kann? Oh, das wäre ja mega sick. Weil ich glaube, die haben hier ein anderes Schlossknacksystem eingebaut als in Skyrim. Ich liebe ja Schlösser knacken. Mögt ihr das auch? Gerade wenn man ein neues Spiel anfängt, um zu gucken, wie haben sie das Schlossknacksystem umgesetzt? Das ist immer, oh. Und dann reinfriemeln. Das macht mir ja richtig Spaß. Bis man dann irgendwann genug davon hat. Aber der Anfang ist immer klasse. So. Weiter hier. Entschuldigung. Weiter hier. Weiter im Text. Mal kurz gucken, ob mein Sohn noch pennt, aber ich glaube schon. Oh, Ballerflasche. Ja klar. Der ist noch am Ratzen. So. Ich denke, wir haben jetzt die beiden Seitengebiete, die wichtig waren, abgedeckt. Jetzt kommen wir... Oh. In einen sonnigeren Bereich? Das wäre ja... Ach ja, und Bogen kam ja maximal zu kurz bei Skyrim. Bogen und Magie, das sind die Sachen, die wir hier benutzen werden. Wenn jemand meint, das ist aber mega kacke hier, schreibt es gerne rein. Gerne, gerne, gerne. Ich liebe es, wenn ihr... bei Projekten mitfiebert und auch mit Vorschläge macht. Das ist... Also Spoiler sind natürlich immer doof. Ich meine, teasern kann man, das ist gut. Aber Spoilern ist doof, gerade auch für die, die es vielleicht nicht kennen. So, ich werde so viel erklären, wie ich kann. Und wenn ich was nicht verstehe... Das ist ein Bett. Wenn ich was nicht verstehe, dann... Ist das so. In Enderal benötigt ihr einen Schlafplatz, um zu rasten. Haltet auch schon noch Betten. Da ist ein Bett. Und... Oh, ein Lehrlingsbuch. Noch ein Lehrlingsbuch. Pfeile. Oha. Morscher Bogen, das ist egal. Ein ungenießbares Bier. Bier ist nie ungenießbar.
Wir haben 8 Uhr morgens. Wir schlafen mal 2 Stunden. Ich hätte zwar auch gerne eine Fackel gehabt, aber hier ist bisher noch nicht eine Fackel in Aussicht. Ich würde aber sagen, den Bogen legen wir an. Und die Fertigkeitsbücher brauchen wir. Alle lernen. Ihr habt nicht genügend Lernpunkte. Hä, ich brauche Lernpunkte? Kostet einen Lernpunkt. H war das. Stufe, Lernpunkte, Handwerkspunkte, Erinnerungspunkte. Kriege ich denn Lernpunkte? 5 Lernpunkte mit jedem Stufenaufstieg. Um Fertigkeits... Ach so, ja, okay, ich habe noch keinen Stufenaufstieg. Dann kann ich das auch nicht machen. Dann nehmen wir nur den Bogen. Oh. Oh. Hier richtig schön um die Hüfte gebunden. Haben wir hier unten was? Warte, warte. Und nochmal. Man sieht nicht so gut, aber da wusste ich's doch. Da liegt was. Der Genesungstrank wird's, glaube ich, das einzige sein. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Und wenn doch, ist nicht so schlimm. Man muss nicht immer alles mitnehmen. Komm, komm, komm. Ach ja, damit ich einmal kurz reingrätsche, gerade das habe ich in der ersten Folge vergessen. Ich werde natürlich vorab aufnehmen, wie es in allen anderen Projekten ist. Also ich werde nicht immer alles, was ich schreibe, sofort umsetzen können. Oder so, wenn jemand zum Beispiel einen Vorschlag macht, hey, du hast da in Folge da und da was vergessen, guck doch nochmal nach. Das werde ich nicht immer sofort umsetzen können. Und hoffentlich gehe ich auch nicht, Alter, ist das dunkel hier. Gehe ich auch nicht immer zu weit weg, dass ich es nicht mehr erkunden kann. Die Leichen und das Licht, sie sind fort. Was für... Ach ja, stimmt! Das war die Vision aus Folge 1. Aber hier ist auch unglaublich dunkel, ne? Also Licht wäre wirklich, wirklich entspannt, wenn wir mal eine Fackel oder so finden könnten. Aber hier ist nichts. Gar nichts. Doch, da vorne sind Pilze. Ah ne, das sind Steine. Okay, Entschuldigung, meine Augen haben mich getäuscht. Moment. Wir haben doch vorhin ein ungenießbares Bier gefunden. Oster regeneriert sich. Regeneriert 30 Punkte, langsamer für 30 Sekunden. Das ist nicht schlimm. Ein Fleckenpilz, den essen wir noch. Nicht verwerten. Okay. Mana schädigen. Ausdauer schädigen. Lebensenergie wiederherstellen. Mana schädigen. Ah, jetzt kriegen wir einmal kurz die volle Packung von nicht so... Oh, ich bin raus. Von nicht so günstigen Effekten, aber... Oh. Diese Maschine, warum wirkt sie so vertraut? Ich weiß es nicht. Aber wir speichern. Wir sind in einem neuen Abschnitt. So, jetzt haben wir den Bogen. Aber ich will ja Magie vor allem benutzen. Hier könnte es von Gegnern wimmeln. Hier könnten Gegner sein. Mana-Pilz. Mana-Pilz ist gut. Aber ich muss mal ein bisschen Leben regenerieren. Mana regeneriert 25 Punkte schneller für 480 Sekunden. Jojo. Ist hier nichts? Das ist ja sehr traurig. Da vorne sieht es so aus, als wäre eine Eisenpranke. Eine Eispranke. Eispranke gefunden. Eispranke im Inventar unter Verbrauchsgütern gelistet. Erhöht beim Verzehr eure Tragfähigkeit dauerhaft um 1 Punkt. Oh, aber was ist, wenn wir daraus Tränke bauen können? Noch nicht nehmen. Noch nicht nehmen. Wenn man daraus einen Trank brauen kann. Ich meine, wir haben ja noch Platz in der Tasche. Da brauchen wir noch nicht die Tragfähigkeit erhöhen. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter, was wir finden können. Ja, hier ist wieder der Eingang. Dann gehen wir mal runter. Da vorne war doch der Weg, ne? Nicht hier? Ein weiter. Genau. So, diese Maschine wirkt vertraut. Da geht's weiter. Aber was ist hier? Lass mich mal bitte hier rüber. Okay, das klappt nicht. Dann gehen wir aber auf die andere Seite.
Vielleicht können wir hier lang. Ich glaube, ich brauche gleich einen Hustenbonbon. Mein Hals fängt an zu kratzen. Ja, wie vor, ich bin leider immer noch erkältet. Also die, ich habe die jetzt schon fast 3 Wochen. Das ist unglaublich hartnäckig. Ich war auch schon beim Arzt, um mich mal abhorchen zu lassen. Es ist nicht seine Lungen, das ist einfach nur eine lange Erkältung. Ich habe auch kein Fieber oder so. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wieder etwas Stimme habe. So. Schlammmorchel. Ja, die nehmen wir mit. Ein leckeres Schlammmorchel, ne? Macht man sich ein Süppchen draus. Oh, ein Zahnrad. Ein Wasserrad. 2 Wasserräder. Und da oben ist ein Lagerfeuer. Kriege ich hier eine Fackel? Doch kein Lagerfeuer. Zauberbuch Wohltat Rang 1. Und einen Malertranken ranziehen. Ich weiß nicht, was es gemacht hat, aber hoffentlich was Gutes. Wir lernen jetzt erstmal Wohltat noch. Halt den Zaubernden, verschlimmert euer Arkanistenfieber. Ja, das ist nicht schlimm, das haben wir neulich ein bisschen runtergesetzt, wieder auf 4 oder so. Das ist in Ordnung. Da vorne liegt auch noch was. Ach, da ist jetzt das aufgegangen. Ein Kelch. Wo, den nehmen wir? Menschenfleisch. Mensch, da wird sich Fatih drüber freuen. Und in Andenken an Fatih werden wir das gleich auch verzehren. Hier würde ich sagen, speichern wir einmal. Das sieht so aus, als ob es hier gefährlich werden könnte. Also mit Control, ja, ja, Schleichen kennen wir ja noch von Skyrim. Werden entdeckt? Ah, ist das da was? Probieren wir mal mit dem Bogen hier. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Warte. Oh, der macht Schaden. Da müssen wir vorsichtig sein. Mana niedrig. Ist Mana-Pilze. Das ist ja wie eine Werbung hier. Schleichwerbung für Mana-Pilze. Mitten im Spiel. Ja, den haben wir gleich. Ach ja, Schwierigkeit ist, meine ich, auf Adept. Falls sich da einer gefragt hat. Der hat aber viel. Einen blutigen Schädel. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Eine Druckwelle. 3 Schaden, 2 Zusatzschaden. Und zurückwirft. Oha. Wir nehmen alles mit. Der hat richtig viel Kohle auch in der Tasche gehabt. Nice. So, Mana regeneriert sich auch langsam. Das ist schön. Schade nur, dass es die Gesundheit nicht aufmacht. Vielleicht müssen wir gleich einen Genesungstrank trinken. Das sehen wir dann. Ohne Leiche. Ein Krustenbrot. Guck mal, wie lecker das aussieht. Sättigt für 240 Sekunden und sorgt für langfristige Lebensregeneration außerhalb des Kampfes. Je mehr Lebenspunkte ihr maximal habt, desto weniger werden regeneriert. Halt euch um 6 Lebensenergie. Hat er auch noch Kleidung mit? Das nehmen wir auch. Das nehmen wir alles mit. Schuhe habe ich noch nicht. Das ist nett, dass du mir deine Schuhe gibst. Schuhe sind wertvoll. Normalerweise zumindest. Jetzt haben wir auch mal Schuhe an. Dann laufen wir die immer mit dem Barfuß über die ganzen Scherben hier. Tut die auch weh. So. Also unser erster Feind ist bezwungen. Er hat uns ein bisschen was wehgetan. Wir könnten jetzt das Krustenbrot essen. Das machen wir aber gleich erst. Mana-Pilz. Mmh. Lecker Mana-Pilz. Und ein Bauplan Eisenkriegshammer. Eine Zange und ein Zirkel. Oh, sind wir gleich im Matheunterricht, oder wie? Wofür brauche ich denn den Zirkel? Das habe ich ja ganz vergessen. Boah, ihr werdet das Fertigungssystem hier lieben, wenn ihr es nicht kennt. Wirklich, ihr werdet es abgöttisch lieben. Das war mega korrekt. Das weiß ich noch. So. Sonnenlicht, Vitamin D. Hör mit.
Okay, der muss jetzt ein bisschen laden. Holla, die Waldfee. Jetzt haben wir ein leichtes Tutorial 2, denn wir sollen noch Waldkürbisse und Mana-Pilze sammeln. Natürlich fangen wir auch die Glühwürmchen. Oh. Ein Intro. Ein maximal krasses Intro. Jetzt geht's ans Sammeln. Ich fühle mich gerade wie ein WoW ein bisschen. Sammel so und so viel. Aber das ist nicht schlimm. Also das soll jetzt nicht negativ klingen. Oh. Vor allem dieser Questlog. Jedes Mal, wenn du was aufhebst, so richtig belohnt laut am Schallern. Aber wenn es einen stört, müsst ihr mir sagen. Also mich stört es nicht. Ich find's gut. Hast du noch einen Kürbis? So. Wir brauchen Mana erstmal. Jetzt habe ich ja auch hier Lernpunkte, das ist sehr gut. Dann kann ich die Bücher hier lesen. Wo sind sie? Ah. Sehr schön. Und wir könnten jetzt auch, warte mal, in die Zwischenwelt nochmal gehen. Denn, da. Also, Tiefenkonzentration, was macht das? Licht, wir sind wirkungsvoller. Konzentration, Psionikzauber. Und das hier ist... Elementarzauber. Ja, ich würde Elementarzauber nehmen. Sehr gut. Ich würde erstmal auf Elementar gehen, weil das sind ja hier die Tech-Dinger, also womit wir angreifen. Und wenn die weniger kosten, dann können wir auch mehr draufballern. So richtig schön die Blitze feuern. Gut. Jetzt brauchen wir auch die Kürbisse nicht mehr essen. Aber wo sind denn die Mana-Pilze? Ach, da. Haben wir oben noch vielleicht welche vergessen? Nee, hier sind keine. Also ich werde weitestgehend versuchen, so rumzulaufen. Ich finde das atmosphärischer, aber zum Suchen muss man halt einfach in die First-Person-Ansicht wechseln. Denn nur so kann man richtig gut scannen, ob da auch was liegt. So, einen Mana-Pilz haben wir bisher. Wir brauchen noch zwei. Schöne Statue. Danke für die Mana-Pilze. Und ungewollt habe ich im Busch noch was gefunden. Würenwurz. Aha. Also wird man belohnt, wenn man auch hier die Seitengänge nimmt. Moment. Wo komme ich denn? Oha, oha, oha. Kommt man hier nicht hoch? Ne, es sieht nicht so aus, als ob man hier hin kann. Das ist wie eine unsichtbare Mauer. Schade. Ich dachte, ich hätte was entdeckt. Aber wir werden viel erkunden, keine Angst. Ganz viel erkunden. Hier war, glaube ich, der Würnwurz. Gut, dann gehen wir zurück auf den Weg. Das war bei der Statue hier. Da sind auch Mana-Pilze, das ist gut. Die brauchen wir. Heilt sofort Lebensenergie. Aber ich habe voll. Egal, wir nehmen einmal. Der Saft wurde bereits aufgebraucht. Ah, wir haben den Saft gesoffen. Lecker. Ja, gehen wir mal weiter, ne? Unheimlich schönes Tal. Ab durch den verlassenen Turm. Aber verlassen ist gut, weil verlassen, okay, es könnten so ein paar Ratten oder so da sein. Aber verlassen bedeutet, wir werden sehr wahrscheinlich hier noch ein paar Sachen looten können. Mist, ich habe immer noch keine Fackel oder so. Okay, was ist das? Flammenbiss! Oh, hier, Feuer, Feuer, Feuer! Macht 6 Schaden, brennende Ziele. Nice. Wir brauchen Magie. So, Favorit. Der kostet nämlich auch weniger. Macht zwar weniger Schaden, aber ich würde den tatsächlich erstmal nehmen. So, und wo war's? Die Druckwelle? Ne, die brauche ich nicht. Ich suche den... Genau, den will ich noch favorisieren.
Alte Kristallmünze. Ja, wir nehmen die mit. Die O10 wert. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Liegen hier noch Sachen? Nix? Sind wir durch? Da auch nicht? Was pocht hier so? Das ist ja ultra laut. Automatisches Speichern. Haltet euch bereit, hier kann ein Gegner kommen. Löse gezielt Fallen aus, um damit Gegner zu besiegen zu können. Ah. Ja, ja. Komm mal hier, du. Höhlentroll, oh, oh. Und da kriegen wir sogar XP für. Nett, nett. So, jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, dass wir hier nicht... Oh, noch mehr Menschenfleisch und ein Herz. Da hätte sich Fatih richtig drüber gefreut. Altes Schwert. Nehmen wir mit. Ich bleib hier ein bisschen gehockt, denn man weiß ja nicht, vielleicht ist ja noch was. Keine Ahnung. Oh, Fackel! Nice! Endlich! Magische Symbole. Ich glaube nicht, dass wir alle finden werden. Bin ich early. Oh, ich habe zwei Fackeln. Ich hatte die ganze Zeit eine Fackel. Ich glaub's nicht. Oh, warte mal. Wir sind hier noch nicht fertig. Zurück. Einen Moment. Wir sind hier noch nicht fertig. So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, die Fackel ist gerade überflüssig. Ich binde die mir mal eben. Und Flammen. Oh ja. Her mit dem Zeug. Groschenbeutel! Alte Vagabund. Vagabundenkluft. Hat genauso viel Rüstung, weniger Wert, aber... Das ist doch was. Das sieht doch aus. Na, was Anständigen. So. Den Rucksack noch durchsuchen. Eisenbahn, ja, danke. Aber da oben ist eine Kiste, die müssen wir auch mitnehmen. Ich denke, das brauchen wir jetzt hier nicht. Einmal darüber. Eigentlich hatte ich auch überlegt, ob ich meinen Lieblingsspec spielen werde. Meine Lieblingstalente spielen werde. Schild mit Schwert und leichter Rüstung, aber nein. Wir machen Magie. So. Das Skelett hat nichts. Ach, die Kiste ist noch nicht mal verschlossen. Was? Ist einfach ein Flammenstab drin. Wir werden ja richtig versorgt mit Items hier. Ich brauche das Eisenschwert auch nicht mehr. Wo ist es? Wo ist der Flammenstab? Da. So. So kann's losgehen. Gut, dann haben wir jetzt alles hier eingesammelt und können weiter. Boah, ich würde so gern weiterspielen, aber wir müssen uns bei 30 Minuten halten. Also, mal gucken, wo wir noch hinkommen und wann wir mal auf Zivilisation treffen. Da unten ist auch schon, glaube ich, der nächste Gegner, wer ihn hier sieht. Werden wir aber leider erst nächste Folge angreifen können. Ich freue mich über jegliches Feedback. Wenn euch es gefallen hat, Daumen nach oben, ne? Losch mal und Like da. Und ansonsten hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.